Wenn Eintracht Frankfurt als Traditionsverein mit der Strahlkraft, mit den Entwicklungen in den letzten Jahren, mit meinem Bezug zum Verein und auch zur Stadt und dann noch mit der Voraussetzung, dass mit Markus Krösche und Timo Hardung, dass ich da zwei Vorgesetzte habe, die ich persönlich kennengelernt habe, die ich sportlich und menschlich sehr schätze, da glaube ich, muss man nicht lange überlegen und da kam die Zusage dann auch relativ schnell. Natürlich habe ich mit ihm Kontakt gehabt. Ich weiß nicht, ob er es jetzt im Internet verfolgt. Da hat er noch so ein bisschen Probleme. Wenn es im Fernsehen kommt, dann kann er es, glaube ich, schauen. Natürlich habe ich mit ihm drüber gesprochen. Er ist auch total froh. Hat mir natürlich auch direkt seinen Startrekord unter die Nase gerieben. Habe ich gesagt, okay, ist kein Problem, den Startrekord, den kannst du behalten. Solange ich länger da bin wie du, ist es mir recht. Die Anforderungen an uns haben sich natürlich verändert durch die Wahrnehmung, durch die erfolgreiche Zeit, die wir jetzt hatten. Und da geht es einfach darum, dass wir den neuen Anforderungen halt auch gerecht werden. Und Dino ist da der richtige Trainer dafür, der auf der einen Seite natürlich eine klare Idee hat, von dem, wie er Fußball spielen will, der klare Prinzipien hat und der gleichzeitig natürlich auch einen sehr, sehr guten Umgang hat mit den Jungs, der ein gutes Gespür hat für eine Mannschaft, für einzelne Spieler. Und er passt perfekt zu uns und vor allem perfekt für das, was wir vorhaben in der Zukunft und perfekt zu Eintracht Frankfurt. Ob da jetzt was passiert, das kann ich nicht sagen. Letztendlich ist es so, die Situation ist klar. Ich glaube, dass es für ihn auch gut ist, noch bei der Eintracht zu bleiben, mit uns diesen Weg weiterzugehen. Ich glaube, dass er natürlich auch in dem einen oder anderen Bereich noch auch Entwicklungsfelder hat. Und die kann er bei uns, gerade auch mit Dino, dann auch noch sich weiter verbessern und sich weiterentwickeln. Aber wie gesagt, es ist halt auch normal, dass natürlich, wenn jemand gute Leistungen bringt, dass natürlich auch Aufmerksamkeit auch von anderen Clubs da sein kann. Aber da gibt es nichts Konkretes.